war eine der kanadischen Topgruppen, nämlich die Gruppe Rush, bestehend aus Geddy Lee am Bass. Er singt, spielt Synthesizer, Basspedale und manchmal, hier steht Occasional Rhythm Guitar, er spielt manchmal Rhythmusgitarre. Alex Lifeson spielt sämtliche Gitarrensolo und elektrische und akustische Gitarren, spielt auch Basspedale, spielt diesen Pedal-Bass-Synthesizer. Und der Drummer heißt Neil Peart, spielt Drums und Percussions. Live aufgenommen während, ja, wobei, wann wurde dieses Album aufgenommen? When did you guys record this album? This album was recorded in Canada on our last tour and on a tour of Britain that we did prior to that, in the summer of 1980. Sommer 1980, während einer, ja, man kann es fast schon sagen, während einer Welttour, nämlich bei Konzerten in Kanada und in England. So, einer von den Rush-Jungs ist hier, vielleicht sollte ich das jetzt zwischendurch mal sagen, nämlich Alex Lifeson, der Gitarrist, der Solo-Gitarrist, hat den Sehenstreff nach zwei Studio gefunden, denn Rush, das will ich gleich vorausschießen, Rush spielt heute Abend in Stuttgart-Böblingen in der Sporthalle. Und wenn sie das so gut tun, und es ist anzunehmen, dass sie das tun, wenn sie das so hervorragend tun, das Live-Spielen, wie sie es hier auf der Platte getan haben, auf diesem Live-Doppelalbum von Rush, dann ist ja da heute einiges gebacken in Böblingen. Und ich glaube, Alex freut sich selber auch auf dieses Konzert. Nun ist diese Platte ja nicht die erste, das kann man hören und das weiß man auch, wenn man Rush ein bisschen kennt. Es ist, glaube ich, das zwölfte Album von Rush. I think it's the 12th album that Rush like made. 12 or 13. Could one say that you're one of the top groups in Canada? Yeah, I would say so. Mm-hmm. We only tour there once a year and we don't do a very long tour anymore. We spend most of our time in America now. Mm-hmm. Wann wurde Rush denn gegründet? When was Rush founded in this lineup? In this lineup in August of 1974, that's when Neil joined the band. Seit 1974 spielen also Gary, Alex und Neil zusammen und das tun sie, ich möchte das nochmal wiederholen, das tun sie sehr gut. Ihr hattet einen Riesenhit, das heißt, ihr hattet mehrere, aber der letzte, der mir so in Erinnerung geblieben ist, Tom Sawyer, war ja recht hoch in den Billboard Charts, in den amerikanischen Hitparade. Which place in the Billboard Charts was Tom Sawyer anyway? As far as its number? Ja. I'm really not sure. Weiß er selber nicht genau, was er We've been over here now for a while, so we don't really hear much of what's happening over there. Yeah. We sort of lost touch and we won't really know until we get home. Er weiß es selber nicht genau, wo seine Platte steht. Er kann es wahrscheinlich aus seinen Kontoauszügen ablesen, wo sie ungefähr steht, die Platte in Amerika jedenfalls. War sie unter den ersten 30, so viel ist mir noch erinnerlich. Und die Live-Version von Tom Sawyer haben wir ja gerade gehört. Es gibt ja in Kanada inzwischen, auch das ist schon in anderen Zusammenhängen mit anderen kanadischen Bands schon mal angeschnitten worden, dieses Thema. Ich möchte es hier nochmal tun. Es gibt in Kanada inzwischen eine sehr lebhafte und eine sehr etablierte und sehr gute Rockszene. Seit wann geht denn da so die Post ab eigentlich in Kanada? Man ist ja immer der Meinung, da gibt es ein paar Städte und ansonsten nur sehr viel Wald. Von Rockmusik eigentlich weniger bisher man gehört. Aber inzwischen gibt es doch einige Bands. Max Webster, Prism, Saga und immer auch Rush. What would you say? When was this excellent Canadian rock scene established? It's been around for quite some time, probably the last 5 or 6 years. The bands have been there and they have been working locally. And it was only until recently, the last few years, that Canadian groups were able to get recording deals in Canada, which made many more people aware of the bands that were there. Ja. So lange gibt es also noch nicht. Diese Rockszene hat sich so in den letzten 5, 6 Jahren in Kanada etabliert und es war bis dato jedenfalls ziemlich schwierig für kanadische Bands, erstens auf sich aufmerksam zu machen, auf sich und ihre Arbeit, auf sich und ihre Musik aufmerksam zu machen und zweitens eben auch in Kanada einen Plattenvertrag, einen Deal, wie man so sagt, einen Deal mit irgendeiner Plattenfirma zu kriegen. Inzwischen treten kanadische Rockbands, Heavy Rockbands, Hard Rockbands weltweit irgendwie so eine Art Siegeszug an und das ganze Blättchen hat sich ein bisschen gewendet. Aber wie sieht es denn nun eigentlich mit dem Nachbarland aus? Liegt ja nahe, dass so eine Gruppe wie Rush eben auch in den USA eigentlich ziemlich viel tourt, könnte ich mir vorstellen. Oder wie sieht es da aus? Do you tour a lot in the States, your yes. neighbor country? Yeah, quite a bit. We spend about 8 months of the year touring America. And as I said earlier, we do a short tour of Canada. We cover Canada in about 2 or 3 weeks now. And we try to get to England once a year, and now to Europe and possibly the Far East on the next tour. Ja, also schon so, wie ich vermutet habe. Die meiste Zeit
meisten Touraktivitäten finden tatsächlich in USA statt, aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich gibt es da die meisten Auftrittsmöglichkeiten für die Bands. 8 Monate im Jahr touren Rush in den Vereinigten Staaten, fast 8 Monate, und einmal dann eben eine relativ kleine Tour in Kanada und den Rest der Zeit, den Rest der Welt, zum Beispiel jetzt in Deutschland. Heute Abend, ich habe es schon gesagt, Rush in Stuttgart-Böblingen, Sporthalle. Am 20.11., das ist morgen, in Karlsruhe in der Schwarzwaldhalle, und am 21.11. in Essen in der Grugehalle. Ist zwar außerhalb des Radio 3 Sendegebietes Essen, aber man kann es ja trotzdem mal sagen. I'd like to play one more from this live double album. And as you might suspect, it's one of your smash hits, Spirit of Radio. Yeah. Okay, thank you.